Bam, 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 bam. Aloha, hey und herzlich willkommen zu Hero Zero. Und zwar wieder auf Mittwoch. Überraschung! Und wir starten direkt mal die ersten Sachen hier. Ja. Ja, ich war einen Tag wieder mal nicht anwesend und schon geht das Ganze wieder von vorne los. So, bevor ich es vergesse, muss ich aber erst einmal diesen Code hier eingeben. Dankeschön. Und wir haben jetzt ein paar Sachen gekriegt. Einmal das und hier haben wir auch nochmal. Direkt zwei Tage hintereinander habe ich das gleiche Item gekriegt. Ja, toll, und es ist nicht besser. Das ist doch schön. Das ist absoluter Crap, ist das doch, wenn ich das nur schlechtere Sachen kriege. Das ist deprimierend, ist das. So, ich habe hier ein kleines Chaos. Ich muss das kurz mal versuchen, auseinander hier zu klambüsern. Kennt ihr das Wort auseinander, klambüsern? So, ne? Gadget habe ich. Habe ich für das Gadget auch ein Teil? Gott, ich bin hundemüde, ne? So, Gürtel habe ich hier. Wir haben hier Umhang. Wir haben nochmal um. Warte mal, stopp. Das dahin, das dahin, das. Das dahin, das dahin. So. Wir haben für ein Gadget nichts. Wir haben hier eine Waffe, minus 805, das ist eigentlich so miserabel, aber ich habe so lange nichts Neues Gutes bekommen. So, Waffe, haben wir hier das hier. Das heißt, das hier kann dahin, weil ist ja dann überflüssig, ne? Überflüssig, oh, Entschuldigung. Das war ein Nieser. So. Dann nehmen wir... Ja, was auch immer ich da gerade vorhab. Dilling, Java. Dilling. Ach, scheiße, nicht abbrechen. So, die Waffe dahin. Modifizieren. Und der Unterschied ist 42 Grad. Aber wir haben da ganz gut Stärke noch drin. Also es ist schon. Es ist schon. Ja, ist okay. Machen wir dafür eine Kiste. Kiste. 10. 10. Ach. Fange ich schon wieder an, alle einzeln einzuklicken. Ich bin doch bedeppert, ey. Das ist doch unglaublich. So, hier haben wir keine Punkte. Dann gehen wir hier rüber. Hier läuft. Heute kriegen wir Erfahrungspunkte und Fertigkeitspunkte und ein episches Gadget. Ich glaube aber nicht, dass ich wieder da hinten hin schaffe. Also, das gestern war schon ein Sonderfall, dass ich das hingekriegt habe. Ich hatte nämlich gestern nichts zu tun, außer Haushalt. Ja. Wenn man nicht rausgehen sollte, um gesund zu bleiben, ne? Ja gut, man geht mit dem Hund raus. Ja gut, ja gut. Ich gehe zweimal am Tag raus. Von dreimal, die der Hund immer rausgehen muss. Einmal geht ja mein Mann. Und die anderen Male gehe ich. Beziehungsweise gemeinsam. Gut, dann haben wir das auch schon. Ja, wir haben noch gar nicht nach den... Gestern habe ich hier beide gekauft, beziehungsweise den aktualisiert. Das heißt, ich habe das aus dem Fenster geworfen. Okay. Meinetwegen. Knuffi hat mich überholt. Oh. Nein. Ja. Weil ich, ich habe halt geschwächelt die letzten Wochen, muss ich sagen. Also ich muss... Sagen wirklich der Dezember, da habe ich geschwächelt, aber wirklich geschwächelt. Also ich habe so oft auch gegen die hier verloren, obwohl ich hier besser bin, bis auf natürlich in Kraft.
Und das bedeutet schon alleine, dass ich mal verliere. Und das sind dann gleich über 100 Erfahrungspunkte, beziehungsweise hier Ehre. Und es bricht halt einem das Genick, nicht? Also das ist schon krass. So. Dann kann ich wenigstens versuchen, hinterherzukommen. Also ich hänge mich einfach hinten an ihm ran und ziehe mich mit. Ne? So. Gucken wir mal. Hatten wir nicht eben hier aktuell. Ach, man konnte, glaube ich, 2 Minuten. Ja. Hallo, mein Name ist Juna und ich checke nichts. So, dann haben wir hier alles. Jetzt habe ich so viele Wurfwaffen, aber. Ah, apropos Wurfwaffen. Keine Wurfwaffenaufgabe? Keine Wurfwaffenaufgabe? Zeitmission abschließen. Ja. Ja, mal gucken. Machen wir vielleicht. Vielleicht. Ich habe überlegt, vielleicht die Sachen noch weiter. Ja, weil ich habe tatsächlich das Problem einfach, dass ich verliere bei den Duellen und sowas, wenn ich zu wenig Kraft habe. Ich habe mehr Leben als die, ich habe mehr Intuition und Grips und sowas alles. Das juckt das Spiel aber nur minimal. Was wirklich dem Spiel juckt, ist die Kraft. Da dachte ich, könnten wir aber gleich mal gucken, ob wir irgendwas noch verbessern, beziehungsweise würfeln können. Bevor ich aber das auch wieder vergesse, würde ich sagen, wir reden über die nächste HeroCon. Denn die nächste HeroCon, weil momentan die jetzt, da lose ich ja voll ab. Aber die nächste ist tatsächlich Heldenversteck, Ruhmpunkte sammeln. Und das tut man hier im Heldenversteck, indem man hier genug Bots sich hergestellt hat. Oder auch mal kurz machen hier. So. Und dann gibt es hier diesen Button hier. Und dann geht man hier auf Kämpfen. Und wenn man kämpfen kann, so wie ich jetzt gerade, kriegen wir auch direkt die Kiste. Ja, cool. Zack. Und schon hat man Ruhmpunkte und die Kiste geholt. Supi. Yippie. Ja, wieder 14 Ruhmpunkte. Das wären dann auch wieder 14 Punkte für die HeroCon. Aber die startet erst morgen. Also morgen späten Abend startet die immer und die endet am 30. Also es geht immer eine Woche. Ja? So. Zack. Und da haben wir schon die erste Belohnung. Wunderbar. Aber wir haben hier unten noch nicht weitergemacht. Gadget! Nein. Nein. Leider kein gutes. Ja, Kraft kommen, machen wir, ist egal. Sondereinsätze ignoriere ich sowieso, die mache ich gar nicht. Zu teuer. Nee, nee, nee. Nee, was Blaues mache ich so nicht. Nee. Nee. So, das nochmal verkaufen. Wunderbar. Kampfmission in Hollywood. Jo. So, gucken wir mal. Das hat 1000, das hat unter 1000, das hat 1000, das hat 1000, das hat 1000, das hat 1000, das hat, oder? Das hat unter 1000, also gucken ich mal, ob das auf 1000 geht. Nein. Natürlich nicht. Oh, ich breche mir vorher das Genick jetzt, um das besser hinzukriegen. Ah! Okay, das ist das letzte Mal, so müssen wir es erstmal lassen. Denn das geht in die Donuts. Das ist fies jetzt. Ah, das tut weh. Ach, Mann. Also das will ich über 1000 haben. Das würde ich auch höher machen. Das auch. Das auch. Ja. Das muss mehr hier auf Kraft. Das muss deutlich mehr auf Kraft gehen, alles. Gut, dann haben wir da gleich schon wieder. Aber haben wir Heldenversteck eigentlich komplett gemacht? Ja, haben wir. Frage ist nur, was bauen wir auch mal wieder aus, nicht? Also. Ich könnte die weiter ausbauen, dann könnte ich mehr.
Das ist eine gute Frage, was du hast. Also im Endeffekt, irgendwann ist alles ausgebaut. Irgendwann. Ja. Irgendwann. Dies wird irgendwann, ne? Dann bauen wir das weiter aus. Und das. Kommt das wenigstens ein bisschen hinterher. So. Oh, ich habe ein Timing. Das ist doch gut. So. Okay. Okay. Haben wir das. Gut. Ja, also ich habe erwähnt, Adventskalender immer schön dran denken. Den gibt es unter den Reitern des Forums und sowas. Muss man aber angemeldet sein im Forum. Na, das ist nicht der Account hier, sondern ein eigenständiger. Die HeroCon habe ich erwähnt. HeroCon, hier sind wir auf Platz 3. Ach scheiße, da steht sogar, der nächste Schurke kommt heute, 12.45 Uhr. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, weil ich dachte nur so, oh, hier, ja, hier Schurke, ja, kann ich vergessen. Aber jetzt steht das da. Geil. Gut, wieder was gelernt. Yippie. Heldenversteck stehe ich bei. 13 Knuffis auf 9. Philo und Batman sind auch nicht weit von mir. Ja. Jo, Liga. Auch ein Turnier. Erfahrung. Also da stehe ich gar nicht drin, deswegen brauche ich da gar nicht gucken. So. Dann gehen wir auch weiter voran. Tuling. Super. Ja. Ich würde sagen, das war's auch schon. Ja, ja, wir haben alles gemacht. Wir haben geguckt, dass hier alles klappt. Jetzt gehe ich an die Arbeit und gucke, dass ich jetzt die Jahresrückblicksvideos hinkriege irgendwie. Ich hoffe, es klappt, weil momentan spinnt ein bisschen auch mein Renderprogramm beziehungsweise Schneideprogramm. Und ja. Ist immer wieder dieser, ich habe ein Update und jetzt, nee, ich will jetzt gerade mal nicht funktionieren. Ich gehe mal in die Winterpause. Belastend. Na gut, kriegen wir aber hin. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei einem nächsten Video. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt vernünftig. Bis dann. Tschüss.